Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute geben wir uns endlich den neuen Track von Jay Gigolos, Freunde. Jay Gigolos hat uns wieder gefüttert. Wieso? Er ist so eine kleine Rabenmutter. Und das war eigentlich, das ist Disrespect, oder? Er ist keine Rabenmutter, er ist eine sehr gute Mutter. Er ist eine sehr gute Mutter, die uns so Futter ins Maul so reinspuckt. Und ich bin so ein kleiner Piepmatt, so. Und er hat mit so in Wurmform jetzt diesen Song in mein Maul gespuckt und vorgekaut für mich. So fühle ich mich gerade, Freunde. Okay, Freunde, wir hören auf jeden Fall rein bei Last Man Standing LMS von GGG aus der Release 2020 Playlist Track Numero. Und aus der Eskorte. Thinko. Right? Ich denke schon. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf, Freunde. Wie immer werde ich euch auf Kussbasis das Rap-Tutorial XXL in die Beschreibung packen. Für alle Nachwuchsrapper, ja. Ich brauche es natürlich nicht mehr. Ich bin natürlich schon hochqualifiziert auf allen Lagen und Schichten des Rap-Eintops. Aber falls ihr noch nicht so qualifiziert seid wie ich oder JGG, lasst euch gerne von ihm ein bisschen helfen, unter die Arme greifen. Ist wirklich ein cooles Projekt, das er mit Spoofy zusammen hat. Wo einfach ihr durch die verschiedenen Einführungen, verschiedenen Etappen geführt werdet. Und das supporte ich gerne. Also Link dazu ist in der Beschreibung. Ansonsten natürlich auch der Song an sich ganz oben in der Beschreibung aufgelistet, Freunde. Ja, gut. Genug Werbung gemacht. Jetzt hören wir rein bei JGG Last Man Standing. Letzte Track hat mir ja absolut gefallen. God Flavor hat alles zerrissen, meiner Meinung nach. Reaction oben im i. Gönnt euch gerne nochmal. Habe ich sehr gefühlt. Real Talk. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Höre ich immer noch sehr gerne. So. Produziert ist das Ganze von Call Me G und Imbeatables. Last Man Standing. Ah, gib mir den Finger, Bro! Er darf mit dem Finger bei mir auch in alle Körperöffnungen rein, wenn er will. Hey, völlig sucht er eine aus, Bro. Ich hab genug für dich. Ich hab genug für dich, Bro. Friendo, ich bleib meiner Linie treu. Ich bin genau der gleiche Mensch, aber die Beats sind neu. Ich bleibe oldschool, Digga, guck, was in meinem Schuh real ist. Check this out, ich hab mehr Air Force als die US Army. In bunten Farben, doch am liebsten. Ich hab auf dem Reim von guck, was in meinem Schuh real ist, hab ich irgendwie jetzt gewartet, doch ich rappe weiter, auch wenn mir euer Zeug egal ist oder so. Aber egal. Nice, Mann. Heftiger Einstieg, erstmal mit Mi Friendos, was ich halt liebe, wenn Rapper so ihre eigenen Worte irgendwie, weil Mi Friendos ist halt was, was JGG immer sagt, in ihre eigenen Worte oder ihre eigenen Insider so die Tracks einbauen, finde ich sehr sympathisch, finde ich sehr, sehr nice, mag ich sehr gerne. Und ey, das sieht auch gerade nice aus, Mann, so wie er da lang gegangen ist. Ich dachte erst, dass das alles so, wie nennt man das, so Stock-Footage-Aufnahmen sind, aber anscheinend nicht, Mann. Wie er da lang geht. Oder ist das Greenscreen, Mann? Ich kann es gar nicht einschätzen, weil die Aufnahme ist sehr, sehr hochwertig, Mann. Es sieht schon nice aus. Es sieht sehr, sehr nice aus, Mann. Mi Friendo, ich bleib meiner Linie treu. Ich bin genau der gleiche Mensch, aber die Beats sind neu. Oh, ich geiler Flow. Gut, Digga, guck, was in meinem Schuh real ist. Check this out, ich hab mehr Air Force als die US Army. In bunten Farben, doch am liebsten trag ich Black and White. Sag Mick Jagger, Digga, endlich sind wir satisfied. Ich bin Superman, yes, it is really real. Digga, Ass auf der Brust, wie beim 69 Liebesspiel. Ihr Faker, Mann, der Teufel. Der kleine Jay Gigolos, Alter. Der kleine Jay Gigolos, Mann. Ich verstehe halt nicht, wie jemand wie er nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen kann, oder? Wie er nicht bei, keine Ahnung, Rap Update und, keine Ahnung, diesen ganzen Seiten in die Spotify-Playlists, wie er da nicht reinkommt und nicht aufgezählt wird teilweise. Ist echt schade, Mann. Ist echt schade. Deswegen freut es mich umso mehr, dass der letzte Track God Flavor so krass abgegangen ist. Am liebsten trag ich Black and White. Sag Mick Jagger, Digga, endlich sind wir satisfied. Ich bin Superman. Yes, it is really real. Digga, Ass auf der Brust, wie beim 69 Liebesspiel, ihr Faker. Digga, die Line mit Superman mit dem S auf der Brust und Ass auf der Brust, wie bei 69, weil du da den Arsch auf der Brust hast, so nice. Mann, der Teufel wird euch alle holen, aber ich bleib Gottes Sohn, so wie Nazi Jones. Du kleiner Pisser, welches Nobles willst du mir erzählen? Mich schon nix mehr, Digga, ich hab schon zu viel gesehen. Ich bin immer auf der Jagd und ich hol mein Brot. Der Beat ist halt anders krass, merke ich gerade. Ungewöhnlicher JGG-Beat, right? Also er hatte auch gesagt, ich bleib gleich, aber die Beats ändern sich so mäßig. Ist ein ungewöhnlicher Beat für JGG gelöst. Ich hab nix mehr, Digga, ich hab schon zu viel gesehen. Ich bin immer auf der Jagd und ich hol mein Brot. Hater sind C, doch ich bin CR wie Ronaldo. Das kommt. Diese kleinen Sachen, Alter. Ich bin immer auf der Jagd und ich hol mein Brot. Hey, da sind C, doch ich bin C. CR wie Ronaldo. Es kostet Mut, dass ich alles auf eine Karte setze. Und dabei hab ich gar kein Ass im Ärmel. Wenn ihr alle high seid, dann bleib ich. Oh, Mann, ey, diese Zeilen, Mann. Da.
Oh, es sind halt nicht nur einfache Wortspiele, sondern auch Wortspiele, die Sinn ergeben und wo man drüber nachdenken kann oder Sachen, die, wo man noch was rausziehen kann, sogar zeitgleich, Alter. Ich setze alles auf eine Karte, dabei habe ich nicht mal ein Ass im Ärmel, Alter. Das ist erstmal ein extrem gutes Wortspiel, finde ich, weil du natürlich auch alles auf eine Karte setzt, wenn du. Boah, ey, die ist sogar jetzt fast eine Trippeldeutigkeit, Alter. Damn, okay, aber ihr wisst ja alle, was gemeint ist, muss ich nicht erklären. Aber ich finde auch einfach so vom Sinn her, dass er alles auf eine Karte setzt, obwohl er so gesehen keinen Plan B hat, will er damit ja auch ausdrücken, gleichzeitig. Weil man ja Ass im Ärmel hat, okay, ich habe noch einen Plan B, ich habe noch was Sicheres in der Hinterhand. Aber er hat keine Absicherung, er setzt alles auf die Karte Rap, obwohl er keine krasse Absicherung hatte, in Anführungsstrichen so. Er setzt aber alles auf diese Karte. Nice, Alter. Und das war eine Zeile nur, Mann, das war eine Zeile. Holy shit, Digga. Und dabei hab ich gar kein Ass im Ärmel. Wenn ihr alle high seid, dann bleib ich lieber down. Jeder fährt einen Film und macht sich zu einem Clown. Jeder Release am Freitag hat das Gewicht von Staub. Ich will nicht wie ihr sein und ich grenze mich selber aus. Ja. Denn wenn ihr alle high seid, dann bleib ich lieber down. Und glaubt mir, ich hab Angst, aber alles nimmt seinen Lauf. Ich verfolge meinen Traum, viele anderen geben auf. Ich wachs über mich hinaus, Mann, ich fühl mich wie ein Mann. Ich bin der Last Man Standing. Der Last Man Standing. Ich bin der Last Man Standing. Ich weiß nicht, was es ist, aber ihn einfach so zu sehen, wie er da steht, wie er da lang geht, alleine so. Es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist irgendwie sehr, sehr nice symbolisch so umgesetzt im Video. Oh, ich liebe das, wie er das in den Doubles so richtig reinbrüllt. Ihr seid nicht meine Homies. Dann bleib ich lieber lonely. Das sieht halt wirklich gut gefilmt aus. Also wirklich. Ich möchte ganz kurz schauen, von wem. Am Anfang stand es, ich möchte nochmal schauen, von wem das Video ist. Seven Pictures, Chris Ma. Und halt Stock-Footage war auch ein bisschen dabei. Alright, okay. Aber wirklich sehr, sehr gute Visuals. Seid nicht meine Homies. No, 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 no. Die Dann Spiele noch bleib ich lieber abgefilmt. lonely. Dein Lieblingsrapper ist eine Witzfigur wie Tabaluga. Und er klingt wie ein warmer Bruder vom anderen Ufer. Um hart zu fronten, Digga, brauche ich kein Balenciaga. Ich trag 5-Euro-Hemden und fühle mich wie Charlie Harper. Warmer Bruder wie Tabaluga. Nee, hat er gar nicht gesagt. Ist eine Witzfigur wie. Ich dachte kurz, warmer Bruder wie Tabaluga, weil Tabaluga in Anführungsstrichen warm ist, weil er Feuer spuckt, aber die Zeile war, er ist eine Witzfigur wie Tabaluga und dann Tabaluga auf warmer Bruder ist aber ein guter Reim. Oh, Digga, jetzt habe ich 80 Jahre zurückgeskippt, sorry. Hart zu fronten, Digga, brauche ich kein Balenciaga. Ich trag 5-Euro-Hemden und fühle mich wie Charlie Harper. Die ganzen Rapper, guck, sie träumen von einem Haus am Meer. Aber riden auf der Stelle, Digga, Schaukelpferd. Zigtausend Menschen. Aber riden auf der Stelle, Digga, Schaukelpferd. Auch gute Zeile. Sie träumen von einem Haus am Meer, aber riden auf der Stelle, Digga, Schaukelpferd. Zigtausend Menschen pumpen meine Songs auf Spotify. Ist wie eine Winterhütte ohne Dach, der langsam nieseln Flocken rein. Ich bunke all die Kohle auf mein Piggy Bank. Ist wie eine Winterhütte ohne Dach, denn langsam funkeln Flocken rein, Mann. Ich liebe es halt, wie er das so bildlich beschreibt alles. Das liebe ich, habe ich bei JG schon immer gefühlt, wie er Sachen so bildlich beschreiben kann, dass man sofort wie Sido Bilder im Kopf hat. Fühle ich sehr. Ist wie eine Winterhütte ohne Dach, der langsam nieseln Flocken rein. Ich bunke all die Kohle auf mein Piggy Bank. Klicke die Klack, als wäre ich 50 Cent. Ich könnte auch jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Doch ich bin Moonshiner und hatte eine Schnapsidee. Ja, vielleicht bin ich bald made, so wie Memphis Bleak. Aber so lang bleibe ich Hustler wie Cassidy. Okay, die ganzen Rapper-Anspielungen check ich halt nicht, Mann, weil ich mit, gerade mit amerikanischem Rap sehr wenige Berührungspunkte habe. Ja, vielleicht bin ich bald made, so wie Memphis Bleak. Aber so lang bleibe ich Hustler wie Cassidy. Es kostet Mut, dass ich alles auf eine Karte setze. Und dabei hab ich gar kein Ass im Ärmel. No. Wenn ihr alle high seid, dann bleib ich lieber down. Jeder fährt einen Film und macht sich zu einem Clown. Jeder Release. Auch dieses, wenn ihr high seid, bleib ich lieber down, kann man auch wieder auf so viele Punkte beziehen. Erstmal, dass er keine Drogen nimmt, obwohl alle in diesem Rap-Game irgendwie Drogen versifft sind. Dann, dass er natürlich nicht einfach nicht dazugehören möchte zu denen, die sind, sag ich mal, high, er ist down. Das heißt, er distanziert sich jetzt von denen, weil die ihr Ding machen und er halt sein eigenes Ding macht, einen anderen Style fährt. Aber auch, dass er halt lieber Underground bleibt und sein Ding durchzieht, als wenn er mit auf den Zug aufspringt und dadurch auch high wird, also mehr Erfolg hat, in Anführungsstrichen. Also auch hier wieder einfach drei
man kann irgendwie drei verschiedene Sinne rausziehen aus dieser Zeit, was auch wieder krass ist. Und versuch das mal bei einem Mero zu machen, Freunde. Viel Spaß dabei. Freitag hat das Gewicht von Staub. Ich will nicht wie ihr sein und ich grenze mich selber aus. Denn wenn ihr alle high seid, dann bleib ich lieber down. Und glaub mir, ich hab Angst, aber alles nimmt seinen Lauf. Ich verfolge meinen Traum, viele anderen geben auf. Ich wachse über mich hinaus, Mann, ich fühle mich wie ein Maus. Ich bin der Last Man Standing. Der Last Man Standing. Ich bin der Last Man Standing. Der Last Man Standing. Ich bin der Last Man Standing. Der Last Man Standing. Ich bin der Last Man. Geiler Beat, Mann, gute Atmosphäre. Der Last Man Standing. Fuck it. Jay Gigolo ist like kind of wie so ein guter Wein, Alter. Wie so ein guter Wein, je älter er wird, desto besser wird er. Er muss nur reifen. Und er reift gerade wie nichts anderes, Digga. Er reift gerade so krass, finde ich. Wirklich, die letzten Songs vom Feeling her sehr, sehr, sehr nice. Diese Release-Playlist wirklich die beste Entscheidung, die er hätte treffen können, meiner Meinung nach. Sehr, sehr nice. Jeder Song ist ein Banger bis jetzt gewesen. Und gerade jetzt, der hier und Godflavor waren nochmal ein anderes Level. Der hier und Godflavor waren nochmal einfach over the top, in my opinion. Die waren einfach nochmal, haben nochmal eine neue Bar gesettet, so irgendwie. Haben nochmal so neuen Maßstab gesetzt für JGG, Alter. Sehr, sehr geil. Zeigt das bitte euren Freunden. Zeigt das euren Freunden bitte. Erzählt ihm von JGG. Keine Ahnung, Mann. Solche Leute müssen auch über Mundpropaganda halt irgendwie funktionieren. Keine Ahnung, Alter. Ey, Mann, es tut mir immer leid, sowas zu sehen. Auch bei Damon und Green und Johnny Dixon oder whatever. Die alle halt schon so, die sind so im Mittelfeld, Mann. Die sind nicht unbekannt, die sind aber auch nicht krass bekannt. Die sind dazwischen und haben aber mehr verdient, Mann. Nice, Alter. Boah, jetzt habe ich wieder 12 Minuten über JGG abgefanboyt, Freunde. Aber ihr wisst, ich mag einfach diesen Style gerade extrem gerne. Und hey, er ist mein kleiner Gigigolos, Freunde. Er ist wie ein Papa und ein Bruder für mich. Aber weit ist er mein Onkel. Das darf ich aber eigentlich nicht erzählen, weil er mich adoptiert hat. So, Freunde, ich würde sagen, schreibt mir eure Meinung zu dem Track in die Beschreibung, in die Kommentare natürlich. Würde mich sehr freuen. Und checkt auf jeden Fall das originale Video ab. Bis dahin, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh. Hey, wie eine kleine Tomate im Tiefkühlfach. Und dann sehen wir uns.